Jo, servus Jan. Hey Mike. Ja, ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ich wollte dir nur mitteilen, dass ich mich jetzt entschieden habe, mich diesen Monat total aufs Training zu konzentrieren und ich deswegen wahrscheinlich keine Zeit mehr habe, dass wir diesen Monat was machen. Aber bei dir ist wahrscheinlich sowieso auch stressig, oder? Ja, also bei mir ist es in Wien auch tatsächlich stressig, aber kümmere du dich erstmal um dein Training. Das ist total wichtig für dich, auch den nächsten Schritt zu machen für den Transfer und dann schauen wir mal, irgendwann werden wir uns auch wiedersehen. Ja, da hast du komplett recht. Also danke für dein Verständnis und ja, wir werden auf jeden Fall wieder mal was machen, ne? Bis bald. Jo, ciao. Leute, jetzt sind wir auch mal hier wieder zu Hause. Das ist auch immer wieder schön herzukommen, weil so viel Training, so viele Spiele, so viel Action. Es ist einfach gut, mal wieder hier zu Hause zu sein. Ich muss da hinten noch das Feld auf jeden Fall noch ein bisschen ja, häckseln und wieder was Neues anpflanzen und so. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ja, sonst ist der Bauernhof ja auch ein bisschen für den Arsch. Ne? Ich muss den ja gut pflegen, wenn Jan das nächste Mal vorbeikommt oder auch Flo beim nächsten Mal, dann muss ich gucken, dass hier alles läuft. Das ist ja ganz klar. Und hier drin, da muss ich eigentlich auch mal was verändern, aber das ist alles ganz stressig, Leute. Ich begrüße Sie zum Spiel 1860 München gegen Viktoria Köln und dieses Spiel sollte furios werden. Die erste Möglichkeit gab es in der 14. Minute. Ball in die Mitte und Steaten 1:0 für Viktoria Köln. Schön ausgespielter Angriff, relativ frühe Phase im Spiel, direkt viel Druck gemacht und verdient zum 1:0 gekommen. Die zweite Chance sollte nicht lange auf sich warten. Wir sind in der 20. Minute und es ist Tubluk mit dem 2:0. Auch hier wieder zu viel Platz, zu einfach. Keiner verteidigt richtig, keiner geht richtig drauf. Und die machen das einfach richtig, richtig gut. Wir springen in Durchgang Nummer 2. Nichts hat sich verändert. 3:0 für Viktoria Köln. Seaton mit seinem Doppelpack. Absolut verdient. 1860 München nicht gut in dieser Partie und Viktoria Köln deutlich überlegen, macht hier verdient das 3:0. Keine Chance hier für Torwart Hiller. 1860 München, einzige Hoffnung, Mannhardt in der 50. Minute in den Verteidiger rein. So sehen die Angriffe von 1860 München aus. In der 80. Spielminute abseits und dann noch weit drüber. Dann kommt noch der Oberclou. Elfmeter gibt es in der 91. Spielminute. Erdmann löst den hier ganz, ganz ungeschickt aus. Geht hier voll in den Zweikampf rein, total unnötig. Und dieser Elfmeter, der sollte dann endgültig das Genick brechen. Schlussminute, letzte Möglichkeit und wunderlich macht zum 4:0 Endstand alles richtig. Guckt den Torwart aus und macht das 4:0. Die Fans sind geschockt, die Fans sind empört. Schwache Leistung der 1860er Münchner Löwen. Guten Tag, Mike. Was können Sie zu der heutigen Niederlage sagen? Ja, das heute war grauenhaft. Also ich habe mich wirklich auf dem Platz ganz, ganz machtlos gefühlt. Und trotzdem muss ich sagen, dass wir das auf unsere Kappe heute nehmen müssen. Das waren einfach wir Spieler, die das nicht gut gemacht haben.
Was war heute los? Das war wieder die alte Heimschwäche. Was können Sie dazu sagen? Ich kann Ihnen das nicht genau erklären. Wir haben abgrundtief schlecht gespielt, das müssen wir schleunigst ändern. Wir haben nicht gut, um genau zu sein, gar nicht nach vorne gespielt und uns hinten nicht gut präsentiert. Der Hallerscher FC empfängt zu Hause die Münchner Löwen, das treffsicherste Team der dritten Liga. Die Anfangsphase 1860 München wieder am Wackeln. 20 Minuten braucht es, bis das Spiel in Fahrt kommt. Erste Chance am Tor vorbei. Doch dieses Mal lassen sich die Münchner Löwen nicht gleich abkochen, sondern setzen auch Akzente, aber die Angriffe noch zu ungefährlich. Hinten in der Defensive wird das allerdings sehr gefährlich, denn Steinert kriegt den Ball hier nicht richtig raus. Und dann ist es das Außennetz, das rettet vor dem 1:0 Rückstand. Allerdings nicht lange, da ist die nächste Chance und Papadopoulos zum 1:0 in der 40. Minute. Auch das sehr verdient. Bisher lässt sich 1860 München zwar nicht abkochen, allerdings zu ungefährlich. Die zweite Hälfte sollte sich ändern. Erste Möglichkeit für Greilinger nach schöner Flanke von Wilsch. Dann Janodopoulos und Nlovu. Einfach noch zu unkonsequent, die Angriffe, aber sie häufen sich steinhart und wieder Nlovu. Jetzt wird das Ganze schon knapper, er trifft den Ball am Kopf nicht richtig, ansonsten eine gute Möglichkeit. Wir springen in Minute 84, das Zusammenspiel zwischen Greilinger und Janodopoulos. Das 1:1, der Ausgleich, mittlerweile sehr verdient. 85. Spielminute, das musste jetzt so passieren. Hallerscher FC einfach nicht mehr konsequent genug und das sieht man auch in dieser Szene. 89. und das ist Ngonu. Das Spiel wird hier nochmal gedreht. Die Münchner Löwen kommen zurück. Zweite Hälfte war deutlich besser als im letzten Spiel und in der ersten Hälfte dieses Spiels. Und damit holen sie sich hier einen verdienten Sieg gegen den Hallerscher FC. Schön rausgespielt und abgeschlossen. Die Pressingphase noch in den letzten paar Minuten hilft und trägt dazu bei, dass diese Punkte gesichert werden. Ihre Mannschaft konnte das Spiel heute gerade so drehen. Wie fühlt sich das an? Es ist schön zu sehen, dass so viel Kampf in dieser Mannschaft steckt. Solche Ergebnisse sind vielleicht nicht immer schön, aber essentiell wichtige Punkte springen dabei raus. Ja, da haben wir die erste Möglichkeit. Sauber. Wir trainieren heute, wie ihr euch das gewünscht habt, am Stück ein paar coole Trainingseinheiten. Wenn der Ball mal von Lovu kommen würde. Jetzt haben wir ihn und können einnetzen. Sehr schön. Wir trainieren heute mal ein paar Ballannahmen als erstes. Wir müssen ja definitiv trainieren. Also ich meine, wenn wir zu einem anderen Verein mal wechseln wollen demnächst, dann ist das auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass wir hier langsam besser werden. Ihr könnt gerne auch schon mal in die Kommentare reinschreiben, welche Vereine ihr im Auge hättet für mich. Ich muss mich ja nach Vereinen umgucken, wo ich wechseln könnte. Jetzt haben wir wieder den Ball. Boah, das war richtig knapp. Also unser Abschlusswert ist ja ganz gut und das ist auch gut für bessere Vereine. Hier sehen wir es nochmal, schöner Schuss. Aber die Annahmen und jetzt hier vor allem auch, jetzt sehen wir ein bisschen Defensive, das ist schon relativ schwierig. Wir müssen uns hier durchsetzen. Es ist keine richtige Defensive, es ist eher Ballkontrolle, aber wir müssen uns definitiv durchsetzen hier gegen unseren Gegenspieler. Auf engstem Raum und so, da fehlt uns noch ein bisschen Stärke, da fehlt uns noch das letzte Quäntchen Feinheit. Wir sind natürlich ein Spieler, der hier in der dritten Liga, hier wirklich, ja, eigentlich schon gehobenes Niveau ist, aber wir trainieren natürlich immer weiter und ich meine, mit 25 Jahren sind wir auch noch an dem Punkt, dass wir noch viel, viel besser werden können. Oh, jetzt haut er mich hier um, das gibt's doch nicht. Ja, wir müssen natürlich einfach gucken, dass wir hier weitermachen. Das sieht bisher schon mal gut aus. Die Übung haben wir auf jeden Fall auch richtig, richtig gut geschafft. Jetzt umkreisen wir die Spieler. Das ist so ein Problem, was ich habe. Ich bin nicht so beweglich. Ich bin mit meiner Körpergröße und mit meinem Gewicht einfach so
instabil und kann mich wirklich auf engstem Raum, haben wir ja gerade schon mal probiert und trainiert, nicht so gut bewegen. Und das probieren wir jetzt hier nochmal, da auf enger Distanz in kürzester Zeit um meine Mitspieler rumzulaufen. Aber im Training funktioniert das natürlich alles ein bisschen besser, immer ganz gut. Wir machen das hier auch mit langsamem Tempo. Ganz, ganz sicher, wir wollen hier auf jeden Fall bessere Werte bekommen und uns weiterhin verbessern. War jetzt immer in den reingerannt, das war natürlich nicht ganz so geplant. Wieder außenrum, sehr schön. Einen kriegen wir noch hin, würde ich sagen. Ein bisschen mehr Tempo, Tempo, Tempo. Wir müssen uns den Ball auf jeden Fall nochmal schnappen. Das war's für das Training. Jetzt müssen wir mal ein bisschen verteidigen, ein bisschen grätschen. Das ist total schwierig für mich. Wir haben hier zum Glück noch Kollegen, die aus der Verteidigung kommen. Hier haben wir schön einen Ball abgegrätscht. Sehr schön. Oh, Mölders kriegen wir hier aber nicht. Wie gesagt, Gott sei Dank haben wir die Kollegen hier noch am Start. Boah, da sind wir schon ein bisschen hart reingegangen. Jetzt das nächste Duell. 2 gegen 1. Ich krieg da nicht so richtig den Zug hinter. Leider auch hier wieder nicht perfekt abfangen können. Die Grätsche geht auch ins Leere. Ja, da fehlt uns noch so ein bisschen der letzte Schliff. Also in der Defensive bin ich definitiv schlecht aufgehoben. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, jetzt habe ich ihm sogar ein kleines Bein gestellt. Also er kommt immer wieder durch, ohne dass wir ihn stoppen können. Und boah, jetzt haben wir ihn sogar noch richtig umgehauen. Das tut mir natürlich leid für meinen Teamkollegen. Das ist nicht geplant gewesen. Ja, das ist der erste Ball, den wir uns holen können. Sehr stark. Aber das sind wichtige Punkte für unser Training. Schön vom Torwart auch gehalten. Der spielt ja auch mit hier für unsere Verteidigung. Die Grätschen gehen aber immer mal wieder daneben. Das passt noch nicht ganz so. Das gefällt mir noch nicht richtig. Mal gucken, was wir hier noch reißen können. Ah, da ist schon wieder durch. Da kann man nichts machen. Der Ball ist sogar drin. 2 Chancen sollen wir noch bekommen. Jawohl, und den habe ich auch direkt geholt. Sehr schön, Greilinger. Mein Lieblingskollege da im Sturm, der macht das ja immer richtig gut. Und auch hier gegen mich jetzt Pfosten. Das Training war aber trotzdem zusammenfassend ganz gut. Guter Job heute. Nice. Kapitän Janodopoulos begrüßt die Gäste aus Saarbrücken. München wollte direkt loslegen mit der ersten Chance. Mölders hier nicht zum Kopfball gekommen, aber direkt geht es weiter über Wilsch. Der verpasst hier die Chance aufs 1:0. Wahnsinnige Anfangsphase, hier geht Wein rein, man sieht, ein hartes Tempo wird hier geführt, harte Zweikämpfe, schneller Fußball, aber noch 0:0. Erste Chance für die Gäste, pariert durch Torhüter Hiller. Die erste Chance pariert, allerdings sollte die zweite direkt folgen. Mendler und das 1:0. 42. Spielminute, kurz vor der Halbzeit. Ein schöner Angriff der Gäste aus Saarbrücken und Hiller im Tor, sieht gar nicht gut aus. Ins kurze Eck wird der Ball reingeschoben zum 1:0. Nur wenige Minuten später, gänzlich unverdient, Müller mit dem 2:0 vor der Halbzeit noch einen Treffer nachgelegt in der 42. Spielminute. Das Ganze ist nicht verdient, denn 1860 München war deutlich besser bisher, aber sie haben es einfach richtig, richtig gut gemacht. In der zweiten Hälfte war 1860 jetzt aber ganz giftig und wollte das Spiel hier gewinnen. Mike Giannodopoulos lässt die erste Chance in Minute 50 liegen. Knapp war's gewesen. Torwart hat gut gehalten. Kein Tor. Und jetzt auf der anderen Seite die Mega-Möglichkeit. Wie frei steht er denn bitte allein vor dem Torhüter? Saarbrücken hat hier die Chance, das Spiel zuzumachen. Das haben sie allerdings nicht gemacht. Und jetzt ist es Steinhardt auf der anderen Seite. Greilinger macht die Lücke auf. Steinhardt sieht einen Glovu. 1:2. Verdienter geht das Ganze wohl nicht. Das Tor war leer. Schöner Querpass von Steinhardt und Lovo netzt ein zum 1:2 Anschlusstreffer. Hier zu Hause vor heimischen Fans. Schöner Treffer und verdient. Weiter sollte es gehen. Nicht einmal 5 Minuten später ist es Greilinger.
2:2 Ausgleich. Die Fans rasten aus und das zu Recht. Ihre Mannschaft macht endlich die Tore zu Hause, die ihnen zustehen. Greilinger ganz frei, Greilinger mit einem überlegten Schuss, wartet lange ab und trifft. Greilinger hat dann allerdings nochmal eine Chance. Dieses Mal passt er ab. Es ist Ripanu und Steinhardt. Der Linksverteidiger nicht mit den Qualitäten, den hier im Tor unterzubringen. Deswegen jetzt wieder ein Gono auf den Stürmer Greilinger. 3:2 in der 79. Spielminute. Ja, hätte denn jemand damit gerechnet, dass die hier wieder zurückkommen nach ihrer Heimschwäche? Stark gemacht und gut rausgespielt. 3:2, das Spiel gedreht in der zweiten Hälfte. Und die Buden auch letztendlich gemacht. Damit ist das Spiel vorbei. 3:2 kann 1860 München hier gewinnen und die 3 Punkte mal zu Hause lassen. Mal wieder einen Heimsieg. Herr Yiannopoulos, wie wichtig ist das für Sie? Ja, nach der letzten Heimpleite ist das hier natürlich jetzt mega wichtig, auch wenn es natürlich knapp war. Die Fans und wir sind definitiv sehr glücklich. Servus Flo. Servus Mike, lang nichts mehr gehört. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Bei mir läuft alles. Und wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir ist natürlich alles super. Also Fußball läuft gerade eigentlich ganz gut. Wir haben die letzten Spiele auf jeden Fall gut gewonnen, können noch um den Aufstieg mitspielen und das freut mich einfach mega. Ja, ich habe einige Spiele von dir mitverfolgt und wünsche dir natürlich einfach das Beste, dass das weiter so gut läuft. Ja, danke, danke. Weiß ich doch zu schätzen. Jo, ich wollte dich fragen, wann du denn nächsten Monat Zeit hättest, vorbeizukommen. Mein Spielplan, der ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja, nächsten Monat schaut gut aus. Es sollte in den nächsten 2 bis 3 Wochen eigentlich klappen. Ja, das hört sich doch super an. Also dann würde ich sagen, kommst du doch in 3 Wochen vorbei. Da habe ich dann ein bisschen Pause und dann können wir auf jeden Fall was Cooles zusammen machen. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon aufs Treffen und ich würde sagen, bis in 3 Wochen. Eben, bis dann. Die Zebras, sie warten auf ihren nächsten Heimsieg gegen 1860 München. Und da blicken wir mal auf die Tabelle. Platz 2 gegen Platz 5. Platz 5, 1860 München, kann sich nach oben schieben und für Platz 2 für Duisburg wird es ein gefährliches Spiel. Sie spielen nämlich gegen die treffsicherste Mannschaft aus München. Mit 52 Toren reisen sie hier an und auswärts. Gegen gute Teams waren sie schon immer stark gewesen. Das wollen sie direkt unter Beweis stellen. Die erste Chance in Minute 4. Sascha Mölders hoch auf Wilsch. Und Wilsch geht wieder zurück auf Yiannopoulos. Noch zu ungefährlich. Allerdings Yiannopoulos hier mit sehr, sehr viel Platz. Spielt auf Greilinger. Der Konter kann beginnen. Greilinger täuscht hier an. Dann läuft er einfach weiter, da Dressel den Weg aufmacht. Und das bedeutet freie Schussbahn in der 13. Minute zum 1:0. Schöne Schusstechnik hier zum 1:0. Und jetzt aufgepasst, jetzt kommt der Linksverteidiger mit einer Flanke, die hier fast zum Tor mutiert. Und Greilinger, der nachsetzt. Also, sie pressen und drücken und wollen das Spiel hier gewinnen. Und deshalb macht sich Dressel auf den Weg. Dressel! 2:0. 22 Minuten gespielt und der defensive Mittelfeldmann Dressel mit dem 2:0. Das erlebt man nur auswärts bei 1860 München, aber sie machen es und zeigen es in einem so wichtigen Spiel wie heute. Einen sollte es noch geben vor der Halbzeit, Sascha Mölders. Sie hören einfach nicht auf, Sascha Mölders. 30 Minuten gespielt und es steht schon 2:0. Jetzt kommen allerdings die Zebras und machen durch Doppelkamp den Anschlusstreffer. Ein bisschen aus dem Nichts, allerdings natürlich nicht unverdient. Duisburg spielt hier gut mit und kann natürlich Fußball spielen und wollen natürlich den Platz 2 auch nicht wieder hergeben und machen dadurch hier das 1:2 Anschlusstor.
Torwart hätte den auch haben können, hat er allerdings nicht mehr geschafft. Wir wechseln den Durchgang Nummer 2, da kommen nochmal Jansen. Das sollte allerdings die einzige Chance für Duisburg sein. Jetzt wieder 1860. Mike Yiannopoulos läuft sich in der Mitte wunderbar frei. Und die Flanke wird abgewartet, wird perfekt getimt. Er sieht ihn und er macht ihn. 3:1, das sollte doch der Deckel drauf sein. Nein, sie wollen noch mehr, sie wollen das Ding ganz festmachen. Sie spielen Duisburg hier schwindelig und machen das 4:1. Quergelegt, Tor ist leer, aber nach diesem Tiki-Taka kannst du auch einfach nicht mehr verteidigen. Mike Yiannopoulos trifft zu seinem Doppelpack und entscheidet das Spiel. 4:1 geht das Ganze aus und sie gewinnen wieder so ein wichtiges Spiel gegen so ein starkes Team und können jetzt noch an ihren Aufstiegskampf glauben. 1860 München mit 3 Punkten. Sie haben heute wieder bewiesen, gute Leistungen gegen bessere Teams abzurufen. Dadurch haben sie jetzt noch die Chance, um den Aufstieg zu spielen. Es war eine großartige Leistung. Dieses Spiel wird ausschlaggebend sein. Also sind Sie auch der Überzeugung, dass Sie noch den Aufstieg packen können? Ich denke, dass alles möglich ist. Wir haben noch ein paar Spiele vor uns. Wenn wir so weiterspielen und die Leistung so fortführen, dann dürfen wir noch dran glauben. Auf Tabellenplatz 3 geklettert, als nächstes Gegner Platz 2 vor der Tür. Wie viel Zuversicht herrscht auch Sie zu besiegen? Also ich denke, dass wir mittlerweile so weit sind, um sagen zu können, dass wir an den Aufstieg glauben dürfen. Deswegen würde ich auch sagen, dass wir uns den nicht nehmen lassen sollten und einfach das machen, was wir bisher gemacht haben, gegen starke Teams gute Leistungen abzurufen. Und dieses Spiel ist entscheidend. Wir müssen einfach alles geben und das Ganze mit aller Kraft, aller Macht gewinnen. Also hier, es sieht so leer immer noch alles aus. Also wir haben ja noch nicht viel eingerichtet. Da muss sich echt mal was dran ändern. Das geht gar nicht. Ja, und damit sind wir wieder bei der Entscheidungsfrage. Diesmal nicht ganz so einfach. Wir haben nämlich mehrere Optionen, die ihr hier leider gerade sogar nicht mehr eingeblendet seht. Ihr müsst mir jetzt unbedingt helfen, denn ich habe ein wunderschönes Haus. Ja, das ist richtig. Aber ich habe noch einige Räume nicht eingerichtet. Ja, das Schlafzimmer, da habe ich mir jetzt ein Bett reingestellt. Aber sonst steht im Schlafzimmer auch noch nichts. Wir haben oben noch ein Bad, das komplett leer steht, ein YouTube-Zimmer, wo wir uns einen coolen PC und ein bisschen Schreibtischtechnik da reinstellen könnten, und auch im Wohnzimmer ist es ja noch sehr, sehr leer, mir fehlt noch Fernseher, Couch, auch Deko, ein paar Schränke. Mich würde es sehr, sehr freuen, wenn ihr Tipps hättet, wo ihr sagt, das Zimmer und das Zimmer, das solltest du auf jeden Fall mal in Angriff nehmen, denn ich würde dann super, super gerne ein bisschen Geld da rein investieren und hier mein Haus ein bisschen verschönern. Ich brauche eure Hilfe, schreibt mir das in die Kommentare. Lasst ansonsten auch noch einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder, Freitag, 18 Uhr.